Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft. Ich glaube, wir wollten in der letzten Folge hier das Dach fertig bauen. Und dem kommen wir auch gleich mal nach, indem wir das Dach fertig bauen. So. Und wir wollten dann noch Sand farmen, glaube ich, oder mussten, mehr oder weniger gesagt, mussten wir noch Sand farmen gehen. Und das, oh ja, Spitzhacke, so ja, also, und da wollte ich auch gleich mal ein Thema anschneiden, und zwar okay, Sandstein haben wir nicht mehr, hier oben sollte irgendwo so ein Button sein, wo man das ausschalten kann. Aber den finde ich, glaube ich, gerade irgendwie nicht. Egal. Also jedenfalls ein Thema wollte ich anschneiden. Soweit war ich schon. Und zwar, Schaufel brauchen wir noch. So, jetzt aber. Und zwar so aktuelle Sachen, die gerade bei mir passiert sind. Und zwar habe ich mit einem Kumpel aufgenommen und da ist, glaube ich, auch schon eine Folge hochgeladen. Und ja, da wäre die Frage, ob wir sowas mal öfters machen sollten oder lieber nicht, oder findet ihr das total kacke oder total cool, oder das wäre mal ganz nett zu wissen. Da könnten wir nicht auch andere Projekte machen wie Trouble Mineville oder ein ganzes Let's Play Together. Das müsstet ihr uns mal so in die Kommentare kritzeln. Hier so unten, ich kann es gerade nicht zeigen. Aber es wäre ganz nett, wenn ihr das machen würdet. Und ja, also sollen wir jetzt was wie Trouble in Mineville, Hunger Games oder Survival Games, wie auch immer, sollen wir sowas mal zusammen machen? Und wenn ja, ja oder nein, oder das wäre wirklich mal nett zu wissen. Ja, das ist jetzt eure Aufgabe, das in die Kommentare zu schreiben. Natürlich solltet ihr euch vorher schon das Video angucken, ob euch das gefällt. So, also wenn es euch nicht gefällt, wenn wir was zusammen machen, dann schreibt natürlich nicht hin, macht was zusammen. Das wäre ein bisschen dumm, ehrlich gesagt. Ich suche jetzt gerade Sand. Reicht die Monster aus oder an? Aus. Ja gut. Suche ich mal ein bisschen Sand. Geht's in die Höhle. Sand, Sand, Sand. So hat keiner gesehen. Gott hat hell gemacht, ja. Das war ich nicht. Sand. Wo haben wir Sand? Wir müssen Sand farmen, aber wo ist die Frage? Jedenfalls, das ist einmal ein Thema, was mir so auf dem Herzen lag. Und das zweite wäre, hier ist eine Höhle. Ah, cool. Das zweite wäre, ich habe einen Texture Pack für jemanden gemacht. Und der hat mich, glaube ich, auch schon erwähnt. Glaube ich. Und falls ihr hier von Zuschauern ein Texture Pack haben wollt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Mache ich gerne. Und da kommt dann auch euer eigenes Logo und so drauf vom YouTube-Kanal. Wenn ihr das natürlich nur, wenn ihr es wollt, aber das würde ich so machen. Und ja. Also falls ihr ein Texture Pack haben wollt, fragt einfach mich. Ich mache euch das. Seitdem es werden zu viele, dann kann es auch mal ein bisschen dauern, oder ich schaffe es halt nicht. Ich habe ja auch nicht unendlich viel Zeit, aber schon ein bisschen Zeit würde ich da schon auf jeden Fall finden, denke ich mal. Und ja, also falls ihr ein Texture Pack haben wollt, ist egal wie groß euer Kanal ist, also ob ihr jetzt 16 Abonnenten habt oder 0 oder 1000. Egal, danach gehe ich nicht. Ich will nicht deswegen gepusht werden.
Das wäre natürlich ein toller Nebeneffekt, aber ich will einfach nur euch ein bisschen unterstützen. Und da ich Texture Packs auch ziemlich gerne zusammenstelle, wird es auch mir Spaß machen, euch wird es helfen. Also deswegen, wer ein Texture Pack will, wendet sich einfach an mich. Und da bin ich glücklich und ihr auch, wenn es Texture Pack gut ist. Ja. Genau. So, jetzt wisst ihr alles. Und ja. Ach so, nee, ihr wisst noch nicht alles. Und zwar das geplante Projekt nehme ich heute oder morgen auf. Da werde ich keine Werbung drauf schalten, weil ich da die Lizenz von Ubisoft nicht bekommen habe. Also man bekommt eine Lizenz zum Monetarisieren erst, wenn man 20.000 Abonnenten hat. Da bin ich ja noch ein ganz, ganz klein wenig entfernt, ja. Genau. Deswegen wird es da auch keine Thumbnails geben. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, dass es da keine Thumbnails gibt, aber ich will auch nicht jetzt gegen Ubisoft vorgehen sozusagen, sondern ich will legal weiter Let's Plays machen können. Und ja, also es muss ja nicht sein, sich gegen Ubisoft aufzurichten. Das bringt sowieso nichts und ist denen ihre Sache. Wenn die sagen nein, dann ist es auch so und da kann man nichts dagegen tun. Vielleicht kommen wir später mal Thumbnails, falls sich Ubisoft doch mal umentscheidet. Aber ich würde es als Spielentwickler auch nicht anders machen. Weil wenn man so ein teures Spiel entwickelt und dann will sich das aber keiner angucken, also keiner mehr kaufen, weil sie alle gesehen haben beim Let's Player, oh, das ist ganz schön scheiße, kaufe ich mir nicht. Aber naja, ich weiß eigentlich auch nicht so richtig, was das bringen soll, aber es wird schon noch einen Grund haben. Und da habe ich eigentlich auch nichts dagegen, weil ich selbst halt nicht anders machen würde, wenn ich Spielerentwickler wäre. Und ich habe dann noch Ende des Jahres habe ich ein Projekt geplant, nicht zu Silvester, sondern schon ein bisschen eher vielleicht. Und zwar irgendwann, ja, also eine Minecraft-Song Parodie ist so geplant. Ich weiß noch nicht genau, wann ich die machen will, aber das ist auf jeden Fall so mein Plan für die nächsten Monate, da so ein bisschen ein Lied rauszusuchen, den Text ein bisschen, eigenen Text dazu zu schreiben, einen Sänger finden, der das dann für mich singt, den Text, weil ich kann das ja selbst nicht so gut, also singen ist bei mir, nee, also geht gar nicht. Aber also falls von euch jemand gut singen kann, zufällig, und das hier sieht, kann sich gerne mal an mich wenden. Und wenn er gut singen kann, dann würde ich auf jeden Fall mich freuen. Und der wird auch, also ich werde auf jeden Fall alle erwähnen, die mitgewirkt haben an diesem Projekt, also ihr wisst schon, was ich meine, ja. Und ja, ich würde alles machen, um euch zu pushen. Es hört sich immer so an, als ob man erfolgsgeil ist irgendwie, wenn man immer sagt, ah, ich pushe dich und ah, was kriege ich denn dafür und so. Ja, ist ein anderes Thema, aber auch eigentlich ein interessantes. Ich weiß gerade schon mal überlege. Ja, egal. Jedenfalls, falls sich da jemand findet, der gut singen kann, gerne zu mir kommen. Und für Animation brauche ich keinen, das mache ich selbst. Vielleicht auch nicht ganz alleine, aber ich suche mir dann die Leute, wenn schon, auch selbst aus für die Animation. Seitdem hier ist jemand Filmentwickler und macht das gerne
aber mit Blender und so werde ich dann auch selbst was erstellen. Und da muss ich mich aber erst noch ein bisschen mehr vertraut machen mit Blender. Ich habe es zwar, aber so richtig durchgestiegen bin ich da noch nicht, wie das funktioniert. Das muss ich erst auch so ein bisschen mir angucken, wie das genau funktioniert. Aber ich denke mal, früher oder später wird es auch noch was werden. Und ja. Wie gesagt, ein Spiel ist geplant. Und da leider ohne Thumbnails, das ist ein bisschen doof, aber das ändert ja nichts daran, dass man es jetzt playt. Also ist ja eigentlich kein Problem. So. Jetzt schaufe ich das hier mal nochmal kurz weg. Den Sand hier. Und oh, das wird mit der Schaufel eng, aber haben wir Holz mit? Nee, aber hier steht welches rum durch Zufall. Da können wir ja mal was mitnehmen. Genau jetzt. Oder nee, Quatsch, hier haben wir doch noch Holz. Ich bin wieder blind auf beiden Augen, wie wir das schon wissen. Und übersehe es natürlich glatt wieder mal. So, ich tue die Matte unten, dass es nicht so auffällt. Und da bauen wir uns jetzt mal paar Schaufeln wieder, weil ich gehe mal davon aus, dass er jetzt noch nicht reicht, der Sand. So, eine Schaufel und das kommt, ja, können wir es decken. Und das war das Thema in dieser Folge. Für die nächste Folge habe ich auch schon ein Thema, und zwar neues Minecraft Update. Da werde ich so ein bisschen drüber erzählen, was dazu kommt, was auch damit so geplant wird. Und falls hier jemand das interessiert, kann er nächste Folge wieder einschalten. Und ja, ich baue jetzt hier noch ein bisschen den Sand ab, und in 50 Sekunden wird dann diese Folge auch beendet sein. Aber erstmal noch ein bisschen Sand schaufeln. So. Lalalalala. Also nächste Folge ist dann ein neues Thema, und zwar Minecraft Update 1.5, das Redstone Update, was für mich persönlich ja sehr interessant sein wird, und da freue ich mich auch schon drauf. Aber das genaue Thema werden wir natürlich erst in der nächsten Folge behandeln, und ich will jetzt auch den Sand hier noch farmen und nicht schon das nächste Thema anschneiden. Nein, wir ritzen jetzt kein Thema an. So, oh, komm schon. Okay, da kommt das Geräusch, dass die Folge vorbei ist. Und da sage ich mal tschüss, bis zur nächsten Folge und ciao.